seine schändlichen Tat nicht davon kommen lassen. Und so habe ich auf seinen Kopf einen Preis von 300 Dinaren ausgesetzt. Freunde des ermordeten Mannes behaupten, dass dieser Mörder seinen Clansgrube in Jalibe Zuflucht gefunden hat. Wenn es euch gelingt, ihn aufzuspüren und ihn die Härte des Gesetzes spüren zu lassen, ist das Kopfgeld euer. Ich werde ihn aufspüren und das Gesetz vollstrecken. Bei dieser Quest müsst ihr aufpassen, diese Leute sind meistens relativ stark für den Anfang und ohne gute Taktik habt ihr nicht so gute Chancen am Anfang. Also eventuell diese Quests erst später machen, wenn ihr bessere Ausrüstung habt oder mehr Fähigkeiten, je nachdem was es geht. Das ist hervorragend, Drago Basler. Ich und die Familie des Mannes, den er umgebracht hat, werden euch zu Dank verpflichtet sein. Natürlich wird euch auch das Kopfgeld gehören, wenn ihr ihn zur Strecke bringen könntet. Wohlan, gute Jagd. Wie ihr gesehen habt, ist unsere Beziehung mit einer guten Nachricht, wie zum Beispiel eine Quest angenommen, auch gestiegen. So. Lösegeldvermittler. Ah ja, wir haben keine Truppen, genau. So, ich wollte die Sachen eigentlich, die Brot kaufen, aber das müssen wir wahrscheinlich, so. Jetzt müssten wir 4 Brot haben. 3 Brot. Ah, 3 Brot habe ich eingestellt. So, Chimir. Oh nein, nicht. Jimmy ist die Frau. Die Frau. Ihr Liebe ist es, oder? Ja, ihr Liebe. Habe ich das verwechselt? Sind beide so komische Namen. Der Höffler. Okay. So, jetzt zeige ich euch, wie diese Quest geht. Sie ist relativ leicht. Zuerst einmal. Zum Dorfzentrum. Wir müssen jetzt nichts kaufen und nicht neu rekrutieren, also gehen wir zum Dorfzentrum und suchen mal den Dorfältesten. Da ist er. Und fragen ihn mal nach, wo der Gauner ist. Der Mörder. Guten Tag, Herr, und willkommen in Jalibe. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Ich suche nach einem Mann namens Els der Schöne. Man sagt mir, er würde sich hier versteckt halten. In unserem Dorf gehen Fremde ein und aus, Herr. Wenn er sich hier aufhält, werdet ihr ihn sicherlich ausfindig machen, wenn ihr euch ein wenig umzieht. Okay, müssen wir ihn selber suchen. Ich denke, er ist irgendwo versteckt hinter einem Haus. Können wir mit dem reden? Ja, der weiß es auch nicht. Was könnt ihr mir über dieses Dorf berichten? Okay, der sagt jetzt eigentlich nichts Besonderes. Welchem Geschäft geht ihr nach? Okay. Was wird hier in der Gerichteküche aufgetischt? Nichts, okay. Mal hinter diesem Turm schauen. Ja, da ist er schon. Ach ja, könnte, ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe es noch nie gesehen, auch ein bisschen außerhalb sein, aber nicht allzu weit. Die Maps sind ja relativ klein. Reden. Was wollt ihr? Ich suche nach einem Mörder namens Els der Schöne. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich verstehe nicht, Herr. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich glaube, ihr habt den falschen Mann. Dann schenkt euer Schwert. Wenn ihr unschuldig seid, habt ihr nichts zu befürchten. Wir werden nun mit unserem Nachbarn sprechen und wenn sie eure Geschichte bestätigen, dann werde ich meine Wege gehen.
Ich gehe nirgendwo hin. Mein Freund heute wird für selber kämpfen müssen. Aha, jetzt plötzlich. Kein Problem, ich brauche eh nur euren Kopf. Stirb, du Hund! Okay, der ist jetzt nicht so stark, wie er aussieht, also wie er bewaffnet ist. Mit dem Schwert kann man natürlich auch blocken. Diese Angsthase. Autsch, jetzt habe ich mich getroffen. Hey. Jetzt nerv nicht. Ich hab gesagt, nerv nicht. Oh, scheiße. Mann, ist der stark. Boah. Okay, diese Quest sollte man noch nicht mal. Oh Gott. Ja, toll. Und jetzt? Habe ich irgendwas verloren? Mist. Die Dinare haben wir wahrscheinlich nicht verloren, oder? Und Ansehen haben wir auch nicht verloren. Truppenmoral ist eigentlich auch relativ gut. Fraktionsbeziehung gleichgültig. Sollten wir diese Quest einfach nicht machen? Ja, am besten machen wir die einfach nicht. Einfach später, wenn wir dann besser sind. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so stark sei. Ich hätte jetzt eher gedacht, der ist relativ einer der Schwächeren, aber ich denke mal, ja. Das kommt halt, wenn man zeigen will. Okay, keine Panik. Ist alles gut. Sterben darf man in diesem Game und ja, mit dem Mord ist es auch nicht mehr so schlimm. Ja, wir haben nicht gespeichert. Ja, wir machen einfach weiter und ja. Mehr müssen wir jetzt eigentlich auch nicht denken. Die Aufgabe ist fehlgeschlagen. Ja, wir reden aber jetzt nicht mit ihm. Wir gehen jetzt nach Norden, zu den Nords. Die haben relativ gute Truppen. Heben wir nochmal 5 Nords Ding aus und dann gehen wir zurück und machen vielleicht das Banditenversteck oder sonst irgendwas. Oh, hier sind Deserteure. Das sind Leute, die ein Reich verlassen haben, weil sie nicht sehr zufrieden waren und jetzt halt feindlich sind. Und deshalb sollten wir sie noch nicht angreifen. Der Ivans. Kenne ich euch? Mein Name lautet Drago Basler, stehe zu Diensten, werter Herr. Ich bin Reichsritter Trevilian, Sohn von Reichsritter Claes und Fürst von Amer. Ich sehe, dass ihr das Banner eines Adligen tragt, doch ich kenne die Farben nicht, gewiss noch so ein Aasgeier, der sich an den Überresten des Krieges fett fressen will. Nicht gerade sehr nett. Könnte jetzt das auswählen, aber das mache ich jetzt nicht. Habt ihr Aufgaben? Nein. Das ist nicht gerade eine Quest. Ähm,
Ich kann euch einen Kontrakt über einen Monat anbieten. Nach Ablauf dieser Frist kann er von Monat zu Monat verlängert werden. Zur Besiegelung des Kontraktes wird euch ein Vorschuss von 100 Dinaren gezahlt. Danach erhaltet ihr abhängig von der Zahl und Qualität der Soldaten in eurer Truppe wöchentliche Zahlungen von König Halias. Ihr erhaltet euer Recht auf das Beutegut nach Gefechten und auf die Gefangenen, die ihr macht. Krieg kann manchmal sehr profitabel sein. Und was muss ich jetzt nehmen? Was muss ich? Einfach nur Gefangene. Und wie viel muss ich jetzt nehmen? Ja, ich denke mal. Nein, weil wir sowieso nicht. Oder war kurz, wir können nach Banditen nehmen, ne? Nein, brauchen wir nicht. Es grämt mich sehr, das zu hören. Besser als bei König Eswarien wird es euch nirgends ergehen. Ich muss mich noch umfällen. Das ist zwar profitabel, ja, aber ich will jetzt nicht unbedingt so viel Geld verdienen für Gefangene. Und ich möchte ja auch etwas zeigen und dafür will ich mein Geld jetzt schon relativ loyal verdienen. Und wir wollen uns nicht für Swadin unbedingt Ding. Also wir wollen Swadin nicht dazu helfen, sondern allen Reichen genug gerecht helfen und ja. Deshalb werden wir diese Quest nicht annehmen. Wir müssen zu einem Dorf von den Nords, von den Blauen gehen. Nein, das sind Menschenjäger. Das sind die, die Deserteure jagen. Oder auch andere Gauner. Rekrutiert Ding. Ja, 3 sind relativ gut. So. Ja. So, dann haben wir hier einen Übungsplatz. In den Übungsplätzen könnt ihr das Tutorial nochmals wiederholen. Und eventuell etwas Neues machen. Ich schau mal. Das sehen nicht gerade die meisten gerne. Das Wochenbudget. Wir haben minus 22 Geld und haben 17 Schulden. Autsch. Wir sollten ein paar Sachen. Ja, wir sollten. Nein, Banditen werden wir nicht angreifen. Wir gehen zurück und löschen dieses Banditenversteck aus. Eigentlich schon Berichte. Da. Noch keine Berichte. Vielleicht liegt es am Mord, dass einfach weniger passiert oder so. Oder noch nicht so viel passiert. Also bei mir war,
Originalspiel eigentlich immer so, dass manche Leute des Verrats angeklagt wurden und manche Leute gefangen wurden. Aber es passierte natürlich am Anfang im Hauptspiel auch noch nicht so viel. Hier kann es Zufall sein oder es könnte noch werden. Also, ja. Ja, hier gibt es eine Beschreibung zu den Frieden Königreichen.